Hallo allerseits! Was ihr hier seht, ist nicht etwa mein misslungenes Bewerbungsvideo für Iron Maiden, sondern eine von Sony ausgeheckte, extrem spaßige iToy-Hampelei mit dem Titel iToy Play 2. Ich werde euch jetzt mal zeigen, was ich unter Androhung von Gehaltskürzungen alles über mich ergehen lassen musste. Und glaubt mir, das wird kein schöner Anblick. Die Gitarreneinlage war noch eins der harmloseren Minispielchen, die den geneigten iToy-Besitzer erwarten. Bei Sachen wie Kung Fu ist dagegen nämlich ganzer Körpereinsatz gefragt, um wie Michael Dudikoff als American Ninja oder in meinem Fall eher der etwas fülligere Steven Seagal hunderten von Comicfiguren auf die Nuschel zu hauen oder sie anderweitig vom Bildschirm zu putzen. Gut, dass es da zur Auflockerung entspannende Sachen wie das Tischtennisspielchen gibt, bei dem ihr lediglich den Ball zurückschlagen müsst. Na gut, ein bisschen Bewegung lässt sich kaum vermeiden, man kommt dabei aber wenigstens nicht ins Schwitzen. Zumindest hat sich gezeigt, dass Sachen wie der Tischtennisunterricht in der Schule nicht komplett für den Popo sind. Nach diesem Match habe ich mich dann allerdings trotzdem aus der Welt des Profi-Tischtennis zurückgezogen. Das hier ist mein Ausbruchsversuch. Geschickt versuche ich, Andres Suchscheinwerfern auszuweichen und nur einmal vor 23 Uhr nach Hause zu kommen. Dazu brauche ich allerdings erst einmal die 8 Schlüssel, die nötig sind, um das GamePro Haupttor aufzuschließen. Verdammt, entdeckt! Jetzt werde ich wohl doch Todd McFarlanes Evil Prophecy testen müssen. Aber egal, Hauptsache ihr habt einen Eindruck davon bekommen, was iToy Play 2 für die PlayStation 2 für ein gigantisches Partyspiel wird. Ich übe jetzt erstmal weiter für meine Musikerkarriere.